I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Hello, New Zealand. It's our last game. We want to say thank you. We want to say thanks, New Zealand. You took care of us. All the fans of this wonderful country show us in every game the respect and the admiration. We admire as well your country, this nature, this fantastic history, your wonderful cities. We will give you in the bottom of our hearts. Thank you for everything. Bye bye. Wir sind schon über die 7 Minuten. Gab ein paar kleine Unterbrechungen. Katar Koll müssen wir da erwähnen. Und die vierte Offizielle ist im Moment damit beschäftigt, in der Coaching-Zone der Spanierinnen für Ordnung zu sorgen. Alle Spielerinnen sind zum Jubelsturm schon aufgesprungen. Hält sie da gnadenlos zurück, vierte Offizielle. Gute Flanke nochmal von Hurtig. Und da muss sie hin, Katar Koll, die spanische Torhüterin. Jetzt wollen sie aber hier den Abpfiff erzwingen. Vielleicht bekommen wir gleich noch mal ein Bild von der spanischen Coaching-Zone. Jetzt ist Schluss. Es ist vorbei. Spanien zieht als erste Mannschaft ins WM-Finale ein. Erstmals in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft ein solcher Erfolg. Da öffnen sich jetzt Ventile. Die Schleusen werden reichlich gefüllt. Das ist Torschützin Olga mit ihrem Schuss unter die Latte für die 2:1 Entscheidung gesorgt. So, also mit seinem Staff, mit seinen Co-Trainern, da versteht er sich blendend. Das ist nie in Abrede gestellt worden, Jorge Wilder. Gratulation natürlich auch an ihn. Da wird er schon auch eine Menge Anteil dran haben. Aber auch das haben wir in den vorangegangenen K.O.-Spielen gesehen. Die Spielerinnen feiern unter sich und der Coach mit seinem Staff. Es ist nicht alles geunkt worden vor diesem Turnier, dass die Spanierinnen noch nie ein K.O.-Spiel gewonnen hatten. Dann war das irgendwann mal erledigt, nachdem sie diese herbe Pleite im dritten Gruppenspiel gegen Japan abgearbeitet hatten. Nicht immer brilliert heute, aber das muss man auch nicht immer erwarten. Ja, Fridolina Rolfo jetzt, sie muss natürlich getröstet werden. Aber sich am Ende dann nochmal durchzusetzen mit den richtigen Ideen und in dem Fall mit den richtigen Wechseln auch. Salma als Einwechselspielerin den Reigen quasi eröffnet mit ihrem 1:0. Atemberaubende Schlussphase hier im Spiel in Oakland. Wieder eine Halbfinal-Niederlage für Schweden. Das Spiel um Platz 3, ja, es ist viel diskutiert. Für mich macht es nur noch bei Olympia Sinn. Ist ja logisch, da geht es um eine Bronzemedaille. Aber das ist jetzt noch mal 2-3 Tage wirklich sich sammeln, Motivation fassen. Und wir haben auch schon tolle Spiele um Platz 3 gesehen, gar keine Frage. Das sind ja alles jetzt auch sehr professionell agierende Sportlerinnen, die das dann irgendwann hinkriegen. Aber so richtig faszinierend ist das für keinen mehr dann. Also spanische A-Nationalmannschaft macht es jetzt ihren Juniorinnen langsam mal nach. Seit Jahren sind sie im Nachwuchs internationale Spitze, räumen fast alle Titel ab. Jetzt hat die A-Nationalmannschaft erstmals die Chance dazu,
und wartet auf den Gegner, der da morgen im zweiten Halbfinale ermittelt wird zwischen England und den gastgebenden Australierinnen. Das wird auch nochmal eine ganz heiße Kiste werden. So, dann aber fasziniert.